Wer glaubt, Tee ist nur was für den Winter, der kennt unsere coolen Teerezepte noch nicht. Und wir schauen uns jetzt einfach mal eins an. Es gilt natürlich auch hier wieder, Fantasie ist gefragt und man kann machen, was man will. Und ich mache euch einfach einen Vorschlag heute. Ich habe mich heute für einen Kräuterfrüchtetee entschieden. Wir können aber genauso gut einen Rooibos-Tee nehmen. Grünen Tee könnte man auch nehmen vom Geschmack her, dann sollte man ihn aber relativ rasch trinken, weil er etwas bitter wird. So, wir gießen jetzt einfach mal in eine Kanne mit Eiswürfeln den Tee hinein. Dann nehme ich einen Saft von entweder einer halben Limette oder einer ganzen Limette, je nachdem, wie sauer man es haben möchte. Dann gebe ich ein paar Ingwerscheiben rein. Wer Ingwer besonders gerne mag, der kann sich den auch reinreiben. Gar kein Problem. Der kommt rein. Dann habe ich hier in meinen Mörser reingegeben ein paar Minzeblätter. Und die werde ich jetzt einfach ein bisschen zerdrücken, um diese tierischen Öle da ein bisschen rauszubekommen. So. Gebe ich auch da rein. Und jetzt heißt es erstmal umrühren. So, dann können wir schon anrichten. Und zwar, die Minze mit, geben wir jetzt in so ein Thermoglas, das kann man für heiße und kalte Getränke verwenden, eine Limettenscheibe, ein paar Minzeblätter, damit es frische Minze, damit es optisch gut ausschaut. Und dann ein paar Granatapfelkerne. Bringt uns einen guten Vitamin C-Schub. Und wie man die aus ihrer schwierigen Verpackung löst, haben wir schon mal in einem anderen Beitrag gebracht. Und wenn ich keine Granatapfelkerne habe, dann kann ich auch Cranberries nehmen, zum Beispiel getrocknete, die hat man dann eher mal zu Hause, oder ich kann beides reinnehmen, wie man möchte. Da sind der Fantasie, wie gesagt, keine Grenzen gesetzt. Und jetzt schauen wir, dass wir da möglichst ohne Batzen was zusammenbekommen. So, normalerweise braucht man das nicht süßen, das Ganze. Aber wenn ich es doch etwas süßer haben möchte oder wenn ich Kinder dabei habe, dann würde ich euch empfehlen, entweder einen kleinen Spritzer Agavendicksaft zu nehmen oder ein ganz klein bisschen Zitronenmelissensirup. Und zwar wirklich nur einen Minischuss, weil wir wollen ja das nicht zum Dickmacher werden lassen, sondern es soll ja ein gesunder Eistee bleiben. Einfach ein bisschen umrühren und servieren und ich habe mein super cooles Sommergetränk. Ja, und wie immer gibt es natürlich das Rezept und andere Rezeptideen zum Download auf unserer Website unter www.pure-salzburg.at.